Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brain is Play, ich bin hier mit Ferner Verley. Und ich mit Saffron. Und wir entschuldigen uns, das Spiel ist beim letzten Mal abgekackt. Deswegen auch das abrupte Ende und deswegen haben wir jetzt auch mal versucht, wie es ist, wenn wir den Kerl einfach sterben lassen und dann haben wir keine Belohnung gekriegt. Und ja, du hast den Kampf verloren. Stimmt nicht. Doch, Ich hab eigentlich nur rumgealbert und dann bin ich tot gewesen. Und dann habe ich keine Belohnung gekriegt und dann hat das Spiel auch funktioniert. Ja, egal. Trial and Error. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Kapitel 7. Man gewinnt den Kampf, auch wenn man ihn verliert. Man kann dann bloß die Hand des Todes nicht genau. selber als Diener haben. Also dann ist die Seele können. Tot und deswegen hat man gewonnen. Oder egal. So ähnlich. Ja. Okay, Kapitel 7. In dem die Kosten des Krieges aufgerechnet werden, ein Meister endlich gestellt wird und über das Schicksal eines Reiches entschieden wird. Ihr seid weit gereist von einer Schule in den Grenzlanden bis zu den Ruinen der Klagefestung. Und jetzt hängt das Schicksal des Reiches von euren Entscheidungen ab. Angeschlagen durch den Verlust der Hand des Todes und seiner Belagerungsarmee, bereitet sich Kaiser Sun Li auf die unausweichliche Konfrontation in seinem Palast vor. Okay. Also. Du interessierst... kann ich dich wieder mitnehmen? Zu viele Ver... Was... Nö, nee. Also... Du kannst jetzt bloß noch mal mit allen drüber reden, guck mal, wie die sie Map sich fühlen. Ist immer noch kaputt. Was ist kaputt? Die Map sucht wieder nach Dingsys, nach... Ja, weil wir neu geladen haben. Okay. Also, aufbrechen in die Kaiserstadt zum großen Finale. Wo ist Kang? Ich würde einfach zur Libelle laufen. Da ist Kang. Aber wo ist die Libelle? Ja, da wo die Zelte waren. Okay. Hey, da ist eine Vase. Starkes... Wow, wo kommt die Vase her? Ich hab keine Ahnung. Wir sollten eigentlich hier noch nach Dings suchen. Stimmt! Na. Und ich weiß auch nicht, was diese Töne die ganze Zeit sagen. Ja, da ist irgendwie... Also eigentlich sollten hier noch irgendwo Kisten versteckt sein. Stimmt, die hatte ich schon wieder komplett vergessen. Ich guck nochmal fix alles nach denen ab. Ja, gucken wir mal, ob wir was finden, nicht wahr? Aber gut. es ist lustig. Ich freue mich schon richtig auf die finale Konfrontation. Okay, ja. Da kommen wir nicht mehr rein. Gut, dann sind da wohl hoffentlich nicht die Kisten drin. Aber man konnte halt echt nichts machen irgendwie in dem Moment, als uns gesagt wurde, sucht die Kisten. Nee, ich habe ja da auch alles abgesucht mit Morgenstern. Keine Ahnung. Und dann war da nichts. Böse, böse. Sehr schlecht. So. Gucken wir hier. Du bist bestimmt eine Kiste. Ja, eine ganz große Kiste. Wenn man die an der Nase dreht, dann poppt ein kleines Fach im Schoß auf. Und da ist ein Dauerlutscher drin. Genau. Okay, wir kommen hier nicht weg. Das heißt, die Quest mit den Kisten haben wir irgendwie versammelt. Das ist zumindest keine Quest, die hier angeführt ist, aber ich wüsste nicht, wie wir das anders hätten machen sollen. Hey, da ist eine Kiste. Jetzt ernsthaft. da ist die Kiste. Der göttliche Strahl. Oh Gott. Okay. Ich will wissen, was der... Ist er gelb und warm? Wollte ich auch kriegen. Und der Orden des Lotus. Der göttliche Strahl. Yeah. Stark erhöhte Chance, Fokus Power-Ups zu finden, Geist minus 5. Was? Ich dachte, das wäre sowas wie Geist plus 20. Oder so klang das irgendwie. Aber gut, dann... 10% auf Geist. Rede mit Kang. Okay. Es scheint auch die einzige Sache zu sein, die ich gerade tun kann. Oder du musst tatsächlich mit jedem Einzelnen denen noch ein kleines Gespräch führen. Also mit deiner Leistung... War ich nicht so zufrieden? Ich weiß, du hast dir viel Mühe gegeben, kleines Mädchen, aber du hast gar nichts auf deinen Dämonen rausholen können. Du hast nichts getan. Nicht passiert. Hey, ich denke, die wundersame Libelle ist bereit. Aber wenn ihr jemandem noch was sagen wolltet, dann tut es lieber jetzt. Die Schalldämpfung ist weg. Okay. Ja, lass uns losfliegen. Oh, ich glaube, sie wissen, dass ihr bereit seid. Alle Augen sind auf euch gerichtet, im ganzen Kaiserreich, glaube ich. Ach, ich dachte bloß die Leute, die gerade hier sind. Wir haben schon so viel gelabert. Jetzt ihr diese Aufmerksamkeit verdient, nicht? So, alles einsteigen. Sollten wir nicht den Körper des Drachen töten? Eigentlich ja, aber was ist
Deck habe, das Drachen. Keine Ahnung. Der göttliche Strahl. Der göttliche Strahl. Ich glaube, das werde ich jetzt immer sagen, wenn es regnet. Ach ja, dieser Grundschulwitz. Gott bieselt. Aber der göttliche Strahl ist ja doch ein bisschen subtiler. Wir können auch wieder ganz gut. Wir können ja jetzt sogar nicht durchfliegen. Das ist jetzt nicht so irgendwie Zollamt oder Barrikade oder sonst was. Wenn ich irgendwie Wilger dafür kommen. Ja, jetzt bin ich jetzt wieder schon am Palast. Wir sind am Palast. Jetzt kommt der Showdown. Da wären wir also wieder. Ich hatte gehofft, diesen Eingang nicht noch einmal benutzen zu müssen. That's what she said. Ich bezweifle, dass dieser Besuch weniger gefährlich wird als der letzte. Ach, wirklich? Die haben meinen Gesichtsausdruck. Es schmeckt jetzt und folgt mir einfach. Ja, finde ich gut. Zur Sicherheit. Zu deiner eigenen Sicherheit, finde ich gut. Welche überraschende Enthüllung, Kang. Ja, komm schon, da kann ich viel machen. Ich hab gesagt, Klappe! Auch ohne eure Talente. Okay, passt schon. Ja. Lass mich. Nein. Doch. Oh ja, guck dir. Okay, I hear. Dass wir sehen müssen. SpongeBob. Vertraut ihrer Lass Stimme. Lass deine Klamotten an. Wir müssen einen Weg finden ja, durch das Böse, das von Meister Lee ausgeht. Ach, wir müssen immer noch den Körper des Drachen verlieren. Stimmen können von überall kommen. Was? Wofür wir uns auch entscheiden. Kopf? Wir müssen es sofort tun. Okay. Lass es uns einfach tun, Mann. Das wurde aber auch Zeit. Das gefällt ihm natürlich. Klappe und kämpfen. Wobei der auch ein fröhliches Lied. Ja, jetzt begleitet sie uns wieder. Automatisch. Ja. Weil das halt unsere letzte Begleiterin. Lad dich an einem Stein auf, ja. Ist nicht so, dass sie das mal automatisch machen könnten bei Weltübergängen. Ja, oder so. Also ich glaube, wenn ich hier so im Flieger sitze für ein paar Stunden. Geht's jetzt? Ja. Könnte man auch ein Stück meditieren, nicht wahr? Ja, ich glaube, dann funktioniert dann halt ohne Schreien, dann geht es halt nicht in 2 Sekunden. Aber was so? Ach ja. Ja, knie dich nur schon wieder hin. Die guten alten Eintagsfliegen. Bam! Die Taktik bam. Hat sich nicht geändert. Wobei der Kröten... Oh, sind sie ein bisschen stärker geworden, ha? Ja. Hörst du mal auf. Das ist einfach eine 180-Grad-Umkreisattacke, einfach die normale. Haut schon in so einem riesen Umkreis um dich rum. Jetzt reicht's mir aber. So viele kleine Mistfliegen. Die hören alle... Der ist im Endeffekt viel zu heftig für das. Der Moon. Ja, jetzt hast du endlich alle mit Waffen niedergestreckt. Wir brauchen ein bisschen mehr Schaden. Oh, ich will zurück und dort wieder. Ja. Ja, natürlich. Ich glaube, das geht einfach schneller. Das geht. Ja, vor allem kriegst du halt deinen Key zurück, ne? Ja, es geht einfach schneller, wenn ich den Lotus. Den. Achso, den Golem nimmst. Ja, den Lava Golem. Vor allem diese Eintagsfliegen. Ja gut, also ich glaube, da wäre der Kröterich besser. Oh, jetzt ernsthaft? Wieso machst du die Dinger eigentlich überhaupt noch aus? Auf. Ich will das super, hyper, mega Juwel des Todesdrachen Endzeit Superman. Du solltest nochmal zu den Schreinen laufen. Ja. Guck mal, da war 5000 Geld. Wow. 5000. Es wäre irgendwie voll bitter, wenn man von Fallen getötet wird. Ja. Oh Mann. Oh, ich hasse deine Tastatur. Da musst du echt mal eine neue kaufen. Ja, passt schon. So schlimm ist jetzt aber das. Es ist mir jetzt 3-mal passiert, dass die scheiß Schreine nicht auslösen. Ja, mir, das ist ja nicht so schlimm. Doch. Los, lauf weiter. Haben wir vielleicht den Körper des Drachen irgendwie unbewusst besiegt? So wie wir das große Böse besiegt haben, indem wir uns 3-mal besiegt haben. Ihr seid gekommen.
Euer Schicksal hat euch hierher geführt. Aber von nun an müsst ihr eure eigenen Entscheidungen treffen. Jetzt dürfen wir Entscheidungen treffen. Euer Meister erwartet euch. Doch noch weiß er nicht, dass ihr hier seid. Noch habt ihr Zeit, die Dinge zu euren Gunsten zu verändern. Noch habt ihr Zeit, uns allen die Wiedergeburt zu ermöglichen. Wir sind gar nicht mehr tot. Findet heraus, was geschehen ist, und ihr werdet wissen, was ihr nun zu tun habt. Folgt mir in die Tiefen und seht, was die Begierde auf meine Kraft angerichtet hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Geister wissen viele Dinge, aber wie man eine Festung stürmt, offenbar nicht. Nackt, besoffen, folgt Klappe. Mir und nehmt noch jemanden mit. Wer übrig bleibt, sollte einen anderen Weg wählen. Auf diese Weise verhindern wir, dass wir hintereinander herlaufen. Und jeder bekommt einen gerechten Teil der Kämpfe ab. Okay. Ihr kennt euch im Palast nicht aus. Ihr würdet doch nur ziellos herumirren. Ist doch okay. Ich irre immer ziellos herum, aber trotzdem finde ich immer den richtigen Weg. Außerdem waren wir ja schon einmal hier. Das letzte Mal seid ihr einfach alle umgefallen und er war schwächer. Wir kämpfen im Herzen des Palastes. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn je von innen sehen würde. Ist der Knöchel denn schon wieder verheilt? Natürlich, er ist doch jetzt schon 3 Tage im Flieger gehockt. Ich habe mich um diese Aufgabe nicht gerissen, aber... Bla 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 bla. Wollten wir nicht dem Wasserdrachen folgen? Oder hast du gesagt, scheiß auf Wasserdrachen? Keine Ahnung. Wieso liest du nie die Texte, die du anklickst? Ich glaube, wir haben gesagt, wir folgen dem Wasserdrachen. Gut. Deswegen hat zumindest der schwarze Wirbelwind da jetzt so großartig gesagt, ja, wir teilen uns jetzt auf hier. Das war zumindest eine Tür, die offenbar. Ich gehe da mal lang. Gut. Gucken wir mal, was der uns sozusagen hat. Gräber der größten Kaiser. Hier wurde das Reich erschaffen und hier wurde sein Herz zur Ruhe gebettet. Aber das Herz wurde herausgerissen. Immer diese kryptische Scheiße von dir. Es wurde entfernt, damit das Wasser fließen kann. Wasser, das einem Verbrechen gegen den Himmel und die Ordnung der Welt entstammt. Diese Verachtung der Vergangenheit gegenüber. Das alles ist zwar geschehen, nachdem Meister Li vor dem Kaiser geflüchtet war, aber er muss gewusst haben, dass es nötig sein würde. Welche Hoffnung gibt es für die Zukunft, wenn die Vergangenheit so achtlos zur Seite geworfen wird? Du verschwendest meine Gegenwart. Was erst jetzt? Kaiser Sun wollte nicht akzeptieren, dass sein Reich verschwinden sollte, um etwas Neuem Platz zu machen. Er erklärte der Dürre den Krieg so, als sei sie eine feindliche Armee. Cool. Ja. Genauso wie damals dieser römische Kaiser, der seine Leute ins Meer stechen hat lassen. Ja, im Krieg gegen Poseidon. Neptun. Ich stand für das Verschwinden, das sie verhindern wollten. Und das Wachstum, das sie so dringend benötigen. Und dann den Sieg auf seiner Seite für sich selbst erklärt hat. Ich wurde die Antwort auf all ihre Probleme. Ach, die haben, die haben da ja drunter und ihr werdet die Quelle des neuen, fruchtbaren Reiches der Brüder Sun entdecken. Ihr müsst es mit eigenen Augen sehen, um verstehen zu können, was sie getan haben. Okay. Ist da vielleicht ein lustiger Wasserdrachenkörper, dem eine Maulsperre verpasst wurde, damit er immer kotzt? Stell dir das mal vor, so ein riesen Wasserdrache aufgespießt, oben das Maul aufgesperrt und dann so ein großer Zeigefinger, der immer wieder reinfährt und rausfährt. Rein. Jetzt, was zu... Der Weg nach hinten ist versiegelt, es bleibt nur der Weg nach vorne. Das erinnert, deine Beschreibung gerade hat mich an Hook erinnert. Den Film mit Robin Williams. Ja. Ich wusste, dass da der Wasserdrache ist. Und wir noch den Körper zerstören müssen. Wow, dem fließt das Wasser aus dem Bauch. Krasser Scheiß. Das sieht... So sehen also weibliche Drachen aus. Das darf nicht sein. Wie kann man so etwas nur zulassen? Man macht's einfach. Diese Filmsequenz war irgendwie unterwältigend. Was haben Sie mit diesem Wesen nur angestellt? Seht, ernsthaft war da in der letzten mit Worten Zeit wäre jemand? Es nicht zu beschreiben gewesen. Ihr musstet es mit eigenen Augen sehen, um mein Schicksal verstehen zu können. Die Länge nach das hier ist. Muss beendet werden. Passt schon.
Bekämpft sie. Zeigt ihnen, dass so etwas nicht ungesühnt bleibt. Können wir die nicht einfach überschwemmen oder so? Hey, wie kommt die hinter uns? Der Weg nach hinten ist versperrt. Er wurde von denen angelegt, die tot sind, und die werden ihn auch halten. Was zur Hölle? Jetzt reicht's mir. Ja, tatsächlich ist das fast eine Notwendigkeit schon geworden, weil die einfach keinen Schaden mehr nehmen durch uns. Vor allem unser Dings-Skill ist ja eigentlich voll... Geh in 1, damit du... Sonst brauchst du eine halbe Ewigkeit, bis du bei denen bist. Ja, wirklich. Wir haben ja den Du standest da irgendwo ein bisschen auf der Seite, also kriegst du den Axthieb auch mit. Wir haben unseren springenden Fuchs ja eigentlich durchgeskillt. Tiger. Leopard. Da ist ein Unterschied. Okay. Springmaus. Okay. Und... Ist da nochmal jemand? Nö. Das ist es, was er getan hat. Euer Meister Li hat zugelassen, dass das hier geschieht. Okay. Mein Körper blutet seit 20 Jahren, getrennt von meinem Geist. Und hat so den Kaiser und das Reich am Leben erhalten. Ja, gibt's auch Blut? Oder Lava. Gibt's Blutdrachen? Nein. Die Qualen, die ich erdulden musste, sind für einen Sterblichen nicht vorstellbar. Und Walddrachen bluten Wälder. Die Menschen haben mich in ihrer Gewalt. Solange das hier nicht beendet ist, kann es keine Wiedergeburt geben. Was bluten die? Eis. Vanille, Stracciatella. Schoko? Nein, es ist ein weißer Drache. Bei den Göttern. Schoko? Eisdrache. Zitroneneis. Götter bluten nicht. Es ist ja kein Blut, es ist Wasser. Vergebt uns, großer Drache. Die Sterblichen sind dumm und bösartig. Was man euch angetan hat, wird nicht ungesund Alter, bleiben. Euch hat niemand gerufen. Ein solches Verbrechen gegen die himmlische sonst Ordnung ist mir noch nie untergekommen. Wir haben euch extra weggeschickt. Alles, was mir damit wichtig ihr die ganzen Blöden ist, wird durch Fragen. Diese Tat in Frage gestellt. Wirklich, wir haben euch extra weggeschickt. Klicken. Damit ihr uns nicht dauernd zulabert. Kreaturen. Ihr habt die Geräusche des Kampfes gehört, aber seid ihr wirklich bereit? Alter, was soll aus kleine eurer Welt Kreaturen, nur werden, halt die Fresse, wenn wir selbst ein ja Wesen wie ich den Bösen anheimfällt, das euch plagt? Frage ist, wie sollen wir diesen Körper zerstören? Euer Verbrennen ist auf jeden Fall nicht... Gehalten werden. Einfrieren. Warum helft ihr euch nicht selbst? Machen wir das Unterste. In einem Körper, der nicht sterben kann, fließt reines Wasser aus einer Wunde, die niemals heilt. Ein Teil von mir dient als elementarer Teil eurer Welt. Okay. Und oh, nun fuck. Erleidet jemand anderes unser Schicksal, weil wir uns ihm nicht stellen wollten. Ja. Was kann ich gegen das unternehmen? Einfrieren. Ihr seid ein Geistermönch. Eure Aufgabe ist es, über die Ordnung zu wachen. Wir tippen den jetzt ihr einmal auf die Stirn. Ihr wurdet nicht in diese Rolle hineingeboren. Sehr gut. Aber als der Letzten von ihnen obliegt euch dieser eine ernste Pflicht. Dieser blöde Blick, den der Drache drauf hat. Nee, mich interessiert eher die Pfoten, die so ein bisschen so... Mein Körper wurde aufgeschlitzt und mein Herz entfernt. Ich sollte zum großen Rat zurückkehren, aber ich wurde geschändet und Scheiße finde gelaufen. Keine Ruhe. Scheißtag seit 2000 Jahren. 20. Wiedergeburt ist nur möglich, wenn mein Inneres frei ist. Um euren Meister aufzuhalten, müsst ihr ihm die Macht nehmen, die er aus mir bezieht. Bald schon wird er zu stark sein, selbst für euch. Ich habe gelernt, Tic-Tac-Toe zu perfektionieren. Wunderbar. Ja, alles... Kaiser Sun besaß nicht euer Amulett. Er musste sich meine Macht langsam aneignen, sonst hätte sie ihn vernichtet. Aber die Auswirkungen auf seinen Körper waren dennoch fürchterlich. Nein. Euer Meister kann direkt davor gehen. Das Amulett besitzt keine eigene Macht, aber es vermag sie zu bündeln. Okay.
Gut. Und so nimmt er Kräfte in sich auf, die niemals für Sterbliche gedacht waren. Er saugt sie gierig in sich auf und wartet auf eure Rückkehr. Ihr müsst die Quelle dieser Kräfte vernichten. Ja, meinen Körper. Dann kehrt alles, was zu mir gehört, zu meinem Geist zurück. Und ich werde wiedergeboren. Ja, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Irgendwann wirst du bestimmt... Gut. Es gibt keine andere Wahl. Wir müssen die... Ein erster Schritt, um diesen Frevel wieder gut jetzt zu machen. Jetzt labert er nicht alles nach. Es gibt keine andere Antwort auf eine solche Tat. Es wäre so lustig. Nö. Dann sei es so. Nehmt eure Klinge, Geistermönch, und schlagt zu. Zerstört die Maschine, die diese Abscheulichkeit am Leben erhält. Welche Abscheulichkeit? Also, welche Abscheulichkeit? Welche Maschine? Das Rad muss sich drehen. Nee, aber, hä? Welches Schwert? Welche Klinge? Wir haben eine Klinge gekriegt. Ja, wir können uns als Golem verwandeln. Der hat ein paar fette Klingen. Ja, aber unsere erste Waffe war doch eine Klinge. Ta-da-da-da. Nee, das war ein Stab. Stimmt. Wir haben Morgenstern die Klinge gegeben. Ja. Also, auf geht's. Tatsächlich? Erhebt eure Klinge. Das ist ein Speer. Ich dachte, die wirft jetzt in das blaue Teil rechts daneben und hab gedacht, sie hat total verfehlt. Wow, wirklich, diese Apparatur. Oh Mann. Da hätte nur irgendein Scheiß passieren müssen. Ja. Panties. Und der Drache stirbt. Ich verstehe zwar nicht, wie diese Maschine den Drachen am Leben gehalten hat, aber gut. Meister Lee! Das sieht scheiß unbequem aus. Ey, das ist die offene Handhaltung. Ja. Er kann machen, was er will. Er ist der Großkaiser. Es ist Zeit. Wir müssen zu Meister Lee in den Thronsaal. Krampf gehabt! Wir halten die offene Hand. Oh, guck nach, was ist die offene Hand? Ich glaube, es ist eine Technik? Nee, die offene Hand. Seele 10, Geist 5. Das tun wir auch noch rein. Da. Perfekt. Ach du Schande, was will ich mit den ganzen Juwelen? Gut, und jetzt auf zu Meister Lee. Ach, das machen wir jetzt noch in einem Part fertig. Das machen wir jetzt fertig. Echt? Ja, ja, das ist noch der Endkampf. Du hast jetzt zu viel Angst davor. Ach Quatsch, gut, lass mich sonst wird mein Part 5 Minuten und passt schon. Ich weiß nicht, das könnte jetzt echt ein bisschen länger dauern. Diesen Anblick werde ich niemals vergessen. Selbst wenn ich so alt wie das Reich selbst werden das würde. Das geht nicht. Ich werde diesen Anblick bis ans Ende meiner Tage in Erinnerung behalten. Das Schicksal eines solchen Wesens beeinflussen zu dürfen, war eine große Ehre für mich. Halt die Schnauze. Was wäre wohl... Das war überwältigend. Meine Augen sind für einen solchen Anblick nicht geschaffen. Wir hätten keinen von denen mitnehmen sollen, außer einen schwarzen Wirbelwind und den Wirt. Weil die halten die Klappe. Ja. Die eigentlich auch die meiste Zeit. Ja, die ist auch noch in Ordnung. Die größte Abscheu... Das ist mir doch wurscht. Und ich bezweifle, dass wir euch in diesem Kampf werden beistehen können. Ihr müsst eurem Meister allein gegenübertreten. Ihr habt alle Unterstützungen. Ihr wollt es nicht mal versuchen. Jetzt wäre mal die Gelegenheit, dass ihr alle euch so... Oder fast alle euch so ein bisschen... Oh, morgen versucht es wenigstens. Etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig. Ja, opfert euch. Ja, das kleine Mädchen. Ich glaube, der alte Sack ist bestimmt ein bisschen pädophil. Da können das kleine Mädchen Mann, muss das sein? Es gibt noch andere hier, die vielleicht ihre Meinung in dieser Angelegenheit kundtun möchten. Ja, möchtest du gegen die kämpfen? Einfach oben, Morgenstern, kommt mit, wir beide kümmern uns um Lee. Ist lustig, wir können überhaupt keinen anderen nehmen. Ich werde es versuchen, was zum aber Hölle? Ich muss kämpfen. Was zur Hölle, das war beides mal ungefähr genau das gleiche. Ja, das eine Mal ist man bloß nett und sagt,
ich sorge mich um euch, deshalb deckt mir den Rücken und das andere Mal haltet die Klappe, ich brauche Rückendeckung. Das ist toll, ich liebe es. Ui, ein Gyroskop. Und jedes Mal mit jeder Umdrehung trifft es wieder. Das ist so schön. Okay. Okay, auf zum finalen Endkampf. Spiel wird gespeichert. Danke, Spiel. Gar keine schlechte Idee, Spiel. Hast du gut gemacht. Oder da oben, das Amulett über dem Kaiserthron. Aber siehst du? Das hat ein paar mehr. Ist ein bisschen größer, 9. als wir es haben. Wir haben nur 7. Ah, das seid ihr ja. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ich weiß es nicht. Ich bin inzwischen ein Meister in der Kunst des Wartens. Ihr unterscheidet euch von der Schülerin, die ich einst ausgebildet habe. Ich nehme an, der Tod hat euch verändert. Nee, der Tod war nicht so schlimm. Ich entschuldige mich für diese Demütigung, aber es musste sein. Eigentlich sollte das euer Ende sein, aber ihr habt mich erneut überrascht. Ernsthaft? Ich hätte euer Volk studieren sollen, bevor wir es ausgelöscht haben. Fast ausgelöscht. Trotzdem habe ich mein Bestes getan. Ich habe euch stark genug gemacht, eurer Bestimmung zu folgen, nur mit einer Schwäche, die ich ausnutzen konnte. Ich glaubte, ich hätte an alles gedacht, aber ihr habt mich überrascht. Gut, jetzt mach, was du willst. Tut sie das? Wirklich? Hä? Nein, Geistermönch. Ich hab gesagt, halt ich bin noch lange nicht geschlagen. Ich habe Hunderte der Eure getötet, wenn nicht Tausende. Nur für die Chance, ein Gott zu werden. Glaubt ihr, ich werde euch leben lassen, jetzt, da ich einer bin? Ich bin mehr als Sun Hai jemals war. Ach, halt's Maul, Sun Hai haben wir ohne weiteres weggerotzt. Der durch seine Unwissenheit entstand. Ich sorge dafür, dass die Toten Ruhe geben und das Wasser weiter fließt. In meinem Reich wird Ordnung herrschen. Gehorsam. Und weder Geister noch Götter werden es belästigen. Halt die Klappe jetzt. Und ihr seid das Einzige, was zwischen mir und dem neuen Frieden steht. Mein Bruder rief seine Lakaien herbei, um euch zu bezwingen. Ich forme eure Gegner lieber aus dem Stein. Du bist mein Gegner, verfluchte Scheiße. Die wollte ich gar nicht. Mirabelle! Bams, bams, bams. Aua! Was cool. Das? Okay. Okay, das ist gar nicht so gut. Ey, ich will mal Stil wechseln. Ja. Ich kann mich nicht heilen, während ich Golem bin. Aber wir haben ja zum Glück Ding dabei. Zum Glück macht die anderen beiden gerade nichts. Ja. Zum Glück ist Morgenstern nicht so ein Feigling wie Seidenfuchs. Ja, langsam nervst du mich. Ja, Nüsschen. Vorsicht, da hinten ist der Stierdämon. der kann Skiwellen aus seinem Bauch schießen. Aua. Ja. Ah ja, jetzt brauche ich das aber wieder. Funktioniert das? Ich probier's aus. Nein. Okay. Also entweder du versuchst jetzt nochmal... Ich versuch bloß hier den hinter die Säule zu locken, damit ich... Ah! Du könntest tatsächlich die Mirabelle verwenden. Die sind arschlarm. Es gibt glaube ich auch nichts besseres mit dem Fokus. Nein, du könntest dich in Steingolem verwandeln, Fokus anmachen und ausnutzen, dass die Viecher arschlarm sind. Wow. Das ist natürlich mies. Wie wenig Schaden haben wir das gemacht? Okay, du hast ihn anscheinend nur nicht getroffen. Und das Schöne ist, in der Zwischenzeit hast du schon wieder sau viel Chi von Morgenstern gekriegt. Ja, ich möchte mich jetzt erstmal wieder voll heilen. Meine Güte, das ist der langweiligste Endkampf ever.
Ah. Bitte. Ah ja. Er kann sich heilen. Was für eine Sau. Das ist okay. Wenn ich noch ein paar Mirabellschuss abfeuern kann, ist... So. Jetzt sollte das funktionieren. Hihihi. Okay. Nüsschen ist komplett hinüber. Jetzt kommt Alter. Aber du hast halt jetzt weder Fokus noch Chi im Moment. Aber ich glaube, für einmal geht noch. Ja, weil du, solange du hast, kannst du einsetzen. So, ich will jetzt auch bloß einen. Nicht genug Fokus. Scheiß drauf, ich schieß trotzdem. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht mehr viel funktionieren. Ja. Ich will nämlich den hier erstmal rausnehmen. Genau, der jetzt nur noch halbes Leben hat. Wow. Ja. Die Kühe sind gar nicht mal so stark wie die Elefanten. Wer hätte es gedacht? Ein Haufen Fokus. Perfekt. Gut. Ein kleiner Haufen Fokus. War hier unten nochmal irgendwo ein Chi-Becken? Oder hier oben? Hier oben waren irgendwo Chi-Becken. Oh. Auf der nächsten Ebene oben müssten welche gewesen sein. Ja, aber dann kommt gleich bestimmt die nächste Zwischensequenz. Es ist beinahe vorüber. Ich glaube, für uns gibt es sonst keine Gegner mehr. Okay, wirklich? Nee, du musst jetzt mit dem... Recht beachtlich. Euer Stern leuchtet hell, aber er ist in einer sterblichen Hülle gefangen. Möchtest Vielleicht zeigt euch essen? Eine direktere Anwendung meiner Macht, womit ihr es zu tun habt. Und wie eingeschränkt ihr wirklich seid. Das hat die Füchsin schon irgendwie Ja, das amüsiert mich. Schlimmer als wirklich zu sterben. Den nahenden Tod nicht aufhalten zu können. Okay. Och, Menno. Was geht ab? Physische Barrieren sind schwächer als diejenigen, die wir in unserem eigenen Geist aufbauen. Meine Macht hat euch in Zweifel gehüllt, hält euch gefangen Warum unter der Fülle eurer das? Last. Weil er ein Idiot ist. Nehmt gefälligst eure Tentakel aus meinem Kopf. Ihr Wir sind hier und nicht eure im Gefährten Hentai. Seid nur Spielzeug. Die anderen sind gefesselt, genau wie ihr. Ihr seid alle zu schwach, um gegen mich zu bestehen. Aha. Lass mich mal kurz machen. Ja, das schaffen wir schon. Wow, wer sind die denn? Nur mal so ein paar Staubviechis. Hey! Hey, Freunde! Servus! Sehr schön. Was ist hier eigentlich los, verflucht Kämpf. Kämpf, genau. Ja, recht so. Du auch. Wer kann so böse sein? Okay. Sehr gut. Mach mal hier den Leiter. Okay, los, weiter. Au. Wow, jetzt bleibt tatsächlich nur einer für uns über. Ja, Zweifel. Ich hab keine Zweifel. Ich hab einen Jade-Golem. Der macht Kleinholz aus den Zweifeln. Ey, wir sollen nicht immer noch an was zweifeln, wenn ich ein Jade-Golem sein kann. Und wie wenig es uns abgezogen hat am Chi, ne? Nee, die letzten Levels waren einfach viel zu viel. Total mächtig. Amüsant, aber aussichtslos. Ich habe meine Klauen tief in euch gesenkt. Ja, dann gib mir noch mehr. Ich habe noch mehr Verbündete, die ich opfern kann. Ja. Das gleiche nochmal. Diesmal Morgenstern. Unsere Narren, die euch zu Hilfe kommen. Aber das wird euch nichts nützen. Ich kann nicht mal sagen, gleich zurück. Ich will nicht, dass euch was passiert oder so ein Scheiß. Nö. Man kann bloß unterschiedlich freundlich sagen, helft mir. Ja, ist ja wurscht, ne, weil die anderen. Ich bin bei euch. Wir sind doch nicht so weit gekommen, um jetzt zu scheitern. Doch. Wir dürfen das nicht zulassen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Klappe. Ich stehe euch bei.
Wir geben uns noch nicht geschlagen. Okay. Also los. Jetzt müssen wir wenigstens von euch nichts mehr hören. Okay. Du schon wieder. Na, wie heißt du denn? Du hast auch wieder Zweifel. Da heißt auch Zweifel. Wie viele Zweifel habe ich denn noch? Keine Ahnung, wahrscheinlich war das der letzte, weil mehr Verbündete haben. Wir haben nochmal ein Level abgekriegt. Wie notwendig. Ganz zwingend? Ganz viel auf Chi. Nee, Körper ist am niedrigsten. Ja gut, dann ganz viel auf Körper. Weil wir eigentlich bloß 24. Ich weiß nicht, worauf wir es ausgeben sollen. Blutrote Träne. Ich weiß schon, dass wir zumindest den hier noch haben und wir könnten den Jade-Golem fertig skillen, aber das ist sinnfrei. Und dann Sturmdrache. Mirabelle. Die Mirabelle finde ich schön. Perfekt. Gut, haben wir das auch geregelt. Und ich würde mal sagen, auf diesem Dreh machen wir gerade auf dieses Ding dazu laufen. Eure so. Bemühungen sind bedeutungslos. Glaubt ihr, ihr könnt euch ganz allein gegen meinen Einfluss wehren? Ja. Euch hält ein Gott gefangen. Nichts im Reich der Sterblichen kann euch helfen. Jetzt kommt gleich gar der Drache nichts. Und hilft uns. Nee, jetzt noch. Kommt dann der Fuchs oder was? Oh, einer aus dem Bereich der Toten. Ich bin euch gefolgt im Verborgenen. Ich habe versucht, mich ganz auf euch zu konzentrieren. Ich gebe euch alles, was ich bin, alles, was ich war. Erneuert, was verdorben wurde. Was passiert, wenn wir dem... Wenn wir dem vom Anfang gesagt hätten, geh weg? Verzieh dich, ja. Ich weiß es nicht, aber der war ja ziemlich nützlich, so storytechnisch. Wahrscheinlich wäre der trotz allem einfach in der... Festung da. Und dann wäre er da krepiert und dann hätte er uns jetzt hier geholfen. Genau. Ein bisschen staubig in den Gelenken, aber jetzt gibt's aufs Maul. Und dann dieses leichte Lächeln. Wieder eine Fehleinschätzung von mir. Die rohe Energie. Ihr seid viel zu resistent dagegen. Ja. Du großartiger, großer Die Loyalität, Strategie. Die man euch entgegenbringt, ist lästig, aber ich respektiere sie. Ihr seid ein wahrer Geistermönch geworden. Wären dies andere Zeiten, ich wäre stolz auf euch. Also das sehe ich eigentlich gar noch nicht mal. Also ich kann eigentlich seinen Punkt ganz gut verstehen. Ja, ja. Komm jetzt die Stelle, an der mich bittet, mich euch anzuschließen. Ihr seid schnell mit Drohungen bei der Hand. So wie ich es bei euren ersten Lektionen angeregt habe. Das ist nicht das erste Mal, dass meine Bemühungen gegen mich verwendet werden. Aber ich lerne daraus. Klappe halten. Ich sehe jetzt, dass die Macht des Wasserdrachen der Preis ist. Nicht das Mittel zum Sieg. Ganz gleich, was ich aufbiete. Solange ihr lebt, werdet ihr euch widersetzen. Das ist eure Rolle. Ja, ich kann gar nicht spieltechnisch was anderes tun. Es ja. sind die himmlischen Ämter, die das Gleichgewicht Wirklich? Wiederherstellen Wirklich? Müssen wir jetzt unseren wollen. Himmlischen Amtsmenschen da... Wir müssen den Kampf zurück auf den Boden der Erde bringen. Es sei denn, ihr seid für vernünftige Argumente zugänglich. Dann argumentier mal los, Freundchen. Ich höre... Nein. Keine großen Energiewellen. Keine Dämonen von den Wänden. Können gegen so ein bisschen können. Wie, Meister gegen Schülerin, wie ihr gesagt habt. Ja, ja, wie bei Merlin. Ich schätze, ihr habt Disney den Verfilmung. Fehler in eurem Stil korrigiert. Das macht nichts. Ja. Außer den Grundlagen habe ich euch auch Fokus gelehrt. Messt euch mit mir. Jetzt bin ich gespannt, was wir überhaupt noch machen dürfen in dem Kampf. Na, 7. Wir dürfen tatsächlich... Mirabelle, Golemform! Immun! Haha! Oh Gott! Ich muss den Fokus an... Okay, der kann... Der macht Fokus nämlich. Ja, und ich muss dagegen Fokus machen, damit die Zeit gleich schnell bleibt. Ja. Ey, komm schon!
Ah ja, du machst ihm Schaden. Noch ein paar Hits und das war's. So. Endlich! Ich hoff's. Du hast mich ganz schön zugeschwafelt. Ja, das war echt krank. Okay. Ihr überrascht mich erneut. Flatsch. Ich bin ein besserer Lehrer, als ich dachte. Oder ein schlechter. Na dann. Was habe ich alles nicht von dir gelernt? Egal. Dieser eiskalte Blick. Ich bin der Weg. Wir haben es getötet, wir dürfen es behalten. Wir sind der neue Wassermaschine. Episch! Wer sonst? Ich will nicht, die ist zu... Ja, die ist zu verzogen. Arschig, aber... Die hat die Welt wenigstens mal gesehen, aber... Die ist einfach nur eine blöde Schlumpfine. Schlumpfine als Beleidigung. Fällt dir ein besseres Wort an, das auf Schlumpf anfängt und als Beleidigung für eine Frau, die eine könnte? Nein. Mir auch nicht. Dieser hochgezogene Mundwinkel. Ernsthaft? Ich weiß, die wissen doch gar nichts. Ja, woher? Die haben doch kleine blassen Schimmer, was überhaupt los ist. Wow, schöne Vorstellung. Schönes Feuerwerk. Danke. Die haben doch nicht mal den Blassensschimmer. Eigentlich müssten wir jetzt wegen Kaisermord umgebracht werden von der Bevölkerung oder so. Ach, keine Ahnung, wir haben zwei Kaiser gekillt. Ey, der Jademeister-Modus wurde freigeschalten. Der Meister-Button. Der Meisterli-Button? Okay, nach dem Sieg über Sun Li stand das Jadereich an der Schwelle eines neuen Zeitalters und auch für Morgenstern begann ein neues Leben. Obwohl der Verlust ihres Meisters und die Enttäuschung über seine wahre Natur, sie schmerzten, schien ihr das Reich noch voller ungeahnter Möglichkeiten, jetzt, da die natürliche Ordnung der Dinge wiederhergestellt war. Sie hatte mit ansehen müssen, wie sich das Herz des Reichs in schrecklichen Qualen wand, und so verfolgte sie ihre Schritte zurück, um ihre Erinnerung an den Tod und Zerstörung durch Bilder des Friedens und der Erneuerung zu ersetzen. Schon bald fand sie sich in den Ruinen ihrer Heimat, zwei Ströme wieder. In die Trauer über diesen Anblick mischte sich Hoffnung, denn der Fluss war immer noch reich an Fischen und das Land fruchtbar, und sie wusste, es würden neue Siedler kommen. Sie kümmerte sich um ihren Garten und pflanzte neue Blumen, eine für jeden ihrer gefallenen Freunde. Dann machte sie sich erneut auf, das Jadereich zu erkunden. Ernsthaft? Das Ende. Seidenfuchs. Es gibt wirklich zu jedem so eine Geschichte. Okay, Ruf hat gelitten. Bla bla bla. Sun Lians Ruf gewachsen. Okay, sie ist tatsächlich Kaiserin. Wir sind ihre Leibwächterin. Okay. Goldenes Zeitalter, bla bla bla. Wir sind tatsächlich... Das ist doch so ein Scheiß. Wir sind bloß Leibwächter der Kaiserin geworden. Von ja, wenn wir die auch umgezogen wären, dann hätten wir sie auch vögeln können. Also. Ja. Alles wunderbar. Die Gilde. Die Güter versorgen. Banditen ausräumen. Und unter kaiserlicher Schutz gestellt sind, wie auch immer. Bla bla bla. Bla bla bla. Hu der Pantoffel hält. Das ist interessant. Nachdem Hus Gattin es endlich geschafft hatte, ihren Pantoffelhelden aufzuspüren, brachte ihn sie
brachte sie ihn zurück nach Hause, wo er sein ruhiges Leben als Brötchenmeister wieder aufnahm. Brötchenmeister? Ja. Ein paar Jahre später wurde er zum ersten Mal Vater. Dass ein Mann in seinem Alter 7 Lehrlinge zeugt, soll zwar schon vorgekommen sein, aber dass es lauter Mädchen waren, mutet schon recht seltsam an. Kurz darauf wurde Hu nach dem versehentlichen Genuss eines Brötchen, das er eigentlich seiner Frau zugedacht hatte, sterbenskrank. Während er dann niederlag, lud seine Gattin ihre gesamte Sippschaft in sein Haus ein. Hu erholte sich schneller als erwartet, aber die Geschichte mit dem vergifteten Brötchen beendete seine Laufbahn als Brötchenmeister ein für alle Mal. Also verdingte sich Hu als Bote für Lieferungen im gesamten Kaiserreich. Von seinem ersten Auftrag ist er bis heute nicht zurückgekehrt. Aha. Wildblume? Wildblume, das Mädchen. Ah, das Mädchen. Aha, da. Wieder geboren zum Danke der treuen Dienste. Das Mädchen Wildblume, das Kaiki den Toten erweckt hat, um als Anker zu nehmen, das kostbarste. Das Leben. Der Himmel schenkt dir ein neues Leben. Bla bla bla. Kang. Bla bla. Kang, bla, der bla. Verrückte, wegen seiner Maschinen großer Beliebtheit. Sehr schön. Eine neue Maschine. Ah ja, jeden Tag, Jahrestag kriegen wir eine lustige Maschine von Kang geschenkt. Schwarzer Wirbelwind. Dämonenjäger. Ich sehe nirgendwo das Wort nackt. Wirbelwind taucht wieder auf nach ein paar Jahren. Leute, die uns einfach schnell schalen. Beine auf den. Ach, nichts Neues. Abgehauen, zurück. Sir Roderick Pons von Fummelbürzel, der ausgemachte Schurke, verließ das Jahrereich als gebrochener Mann. Seine Fähigkeiten hatten ihn im entscheidenden Moment im Stich gelassen und es fiel ihm schwer, diese Niederlage zu schlucken. Trotz des beachtlichen Fassungsvermögens seines Magens. Seine Niederlage konnte nicht so klar gewesen sein, wie er zunächst gedacht hatte. Es musste eine Erklärung dafür geben. Und es gab bestimmt noch vieles, was er diesem barbarischen Volk beibringen konnte. Nachdem er lange nachgedacht hatte, tauschte er sein letztes Paar Pluderhosen ein, um eine Fahrt in den blühenden Osten bezahlen zu können, von wo aus er den langen Weg in seine Heimat antrat. Es heißt, er habe schließlich die Quelle der Unerschütterlichkeit gefunden und soll nun praktisch nicht mehr aus der Ruhe zu bringen sein. Entweder das oder er wurde versehentlich vom schwarzen Wirbelwind getötet. Es ist schwer zu sagen, welche Geschichte wirklich wahr ist, denn die Leute interessieren sich einfach nicht mehr so sehr dafür. Was Parsival angeht, er hatte es irgendwann satt, sich herumschubsen zu lassen und kehrte in sein Dorf zurück. Wieso uns Herr Roderick? Das ist wichtig. Oh mein Gott. Gut, das war auf jeden Fall der letzte Part. Wir überspringen das mal, weil das viel zu laut ist. Ja. Okay, das war der letzte Part. Jade Empire. Danke, dass ihr da so lange mit zugeschaut habt, falls ihr zugeschaut habt. Dialoge angehört habt. Ich hoffe, es hat euch auch irgendwo gefallen, das Ganze mal ein bisschen storyzeitig aufgezogen zu kriegen. Wenn nicht, rennen wir einfach durchs nächste RPG. Ja. Okay, als nächstes Projekt wird... Und jetzt wird's kompliziert, weil das ungefähr gleichzeitig mit Grimm enden wird. Ah, lass den Scheiß. Ja, also wir werden... Wir haben zur Auswahl Prince of Persia und Command & Conquer. Und entweder eins von beiden oder beide gleichzeitig. Ja, wir haben viel mehr Auswahl eigentlich. Aber das waren die zwei. Das waren die, die wir heute so relativ spontan dann entschieden haben. Ja. Gut. Das war's von unserer Seite. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt aber... Hallo! Wenn wir... Scheißspiel! Klappe! Wenn wir Brainless spielen. Bis zum nächsten Mal. Blablabla. Tschüss. Tschüss.